Hallo, herzlich willkommen bei Gesundheitsglück. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen leckeren Karottenkuchen ganz einfach selber machen kannst. Das Rezept ist wie immer glutenfrei und auch vegan und der Kuchen eignet sich perfekt für Ostern, einen Brunch oder auch als Ergänzung für dein Meal Prep. Was ich an dem Kuchen ganz besonders toll finde, ist, dass er super saftig und fluffig ist und dazu noch ganz schnell und einfach zubereitet. Zu Beginn möchte ich dir einmal kurz die Zutaten vorstellen, die du für diesen leckeren Karottenkuchen benötigst. Du brauchst 70 Gramm glutenfreies Hafermehl oder Vollkornreismehl, 70 Gramm Erdmandelmehl oder normales Mandelmehl, 5 Esslöffel Apfelmus, 160 bis 180 Gramm geriebene Karotten, 50 Gramm Ahornsirup, eine Prise Zimt, 1 Teelöffel Pumpkin Spice, 2 Teelöffel Weinsteinbackpulver, 1 Spritzer Zitrone, eine Prise Salz, 20 Gramm Cranberries oder Rosinen, 2 Esslöffel Mandeln, 70 Gramm Kokosöl, 1 Teelöffel Apfelessig. Wir bereiten zuerst einmal unsere Form vor für unseren Kuchen und dafür pinsle ich die Auflaufform mit etwas Kokosöl ein. Dann fügen wir alle Zutaten zusammen, das heißt das Hafermehl, das Erdmandelmehl, das Zimt, das Pumpkin Spice Gewürz, den Ahornsirup, eine Prise Salz. Dann machen wir uns an die Mandeln. Ich habe hier ganze Mandeln. Diese darf ich erst einmal klein hacken. Danach fügen wir die Cranberries hinzu. Ich mache das immer so, dass ich das Backpulver mit etwas Zitrone vermenge und das dann zu meinem Teig hinzufüge. Danach vermengen wir den Teig erstmal und geben dann die weiteren Zutaten hinzu. Als nächstes ist es an der Zeit, die Karotten einmal zu schälen und dann fein zu hobeln. Falls du keinen Hobel zu Hause hast, kannst du natürlich auch einen kleinen Foodpressor verwenden, je nachdem auch wie groß oder klein du die Karotten gerne möchtest. Dann fügen wir die Karotten zu dem restlichen Teig hinzu und vermengen diese gut. Dann kommt noch der Teelöffel Apfelessig hinzu, das flüssige Kokosöl und die 5 Esslöffel Apfelmus. Falls du kein Apfelmus verwenden möchtest, kannst du alternativ auch natürlich Leinsameneier verwenden oder auch gerne 3 Bio-Eier. Ist der Teig gut verrührt, dann ist es auch schon an der Zeit, dass wir den Teig in unsere Auflaufform füllen und mit einem Teigschaber den Teig möglichst glatt streichen und dann geben wir den Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den Backofen. Du kannst gerne per Stäbchenprobe testen, ob der Kuchen fertig gebacken ist. In der Zwischenzeit, solange der Kuchen dann backt, können wir schon unsere Füllung vorbereiten. Und dafür benötigst du 150 Gramm pflanzlichen Frischkäse, 150 Milliliter pflanzliche aufgeschlagene Sahne, 1 Esslöffel Ahornsirup, 1 Teelöffel Zitronenschale, etwas Vanille. Als erstes schlagen wir einmal die Sahne schön auf, bis sie schön fest ist und wir geben dann den pflanzlichen Frischkäse in eine separate Schüssel, fügen die aufgeschlagene Sahne hinzu und vermengen das Ganze zu einer schönen lockeren Creme. Diese geben wir jetzt nochmal in den Kühlschrank und sobald der Kuchen fertig gebacken ist, holen wir ihn heraus und lassen ihn erstmal für einige Minuten gut abkühlen. Das ist auch ganz wichtig, dass der Kuchen wirklich richtig gut abgekühlt ist und dann können wir auch schon unsere fertige Creme aus dem Kühlschrank herausnehmen und auf dem Kuchen gleichmäßig verteilen. Als Topping kannst du natürlich verwenden, was dein Herz begehrt, was dir gut schmeckt und du gerne verwenden möchtest. Ich verwende an dieser Stelle etwas Zimt, noch ein paar gehackte Pistazien und gehobelte Karotten. Ich finde, das sieht wirklich schön aus und schmeckt natürlich auch lecker. Es ist daher auch zuckerfrei. Du kannst natürlich auch Marzipankarotten verwenden, je nachdem, was du gerne
verwenden möchtest. Ja, wenn euch das Rezept gefallen hat und ihr keine glutenfreien und pflanzlichen Rezepte mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch gerne jetzt meinen Kanal. Ich freue mich über jeden von euch. Und dann ist dieser leckere, saftige, cremige Karottenkuchen aber schon fertig. Und ich sag's euch, ihr werdet wirklich begeistert sein. Er schmeckt so lecker, ist glutenfrei und vegan. Also wirklich eine gesunde Variante des Karottenkuchens. Und probiert das Rezept unbedingt aus. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen dazu habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.